So, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video mit Kalle Einsatz in Dortmund. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganze positive Resonanz in den letzten Tagen. Nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitch und auf Discord und sonst noch wo. Ich habe gesehen, die Videos kommen gut an. Habe auch die Kommentare gesehen. Vielen, vielen Dank für die netten Kommentare. Freut mich wirklich, dass ihr Spaß an den Videos habt. Und ja, heute zum nächsten Teil. Und ja, ich will gar nicht so lange schnacken. Ich wünsche euch viel Spaß im RP. Kuss, Kuss, genießt das Video. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne wieder, könnt ihr mir gerne eure Kommentare und das Video packen. Auf geht's! Punkt, Jake! Jake? Bräuchte man eine Abholung am Präsidium? Ja, wir haben gerade einen Einsatz. Ja, yeah, check. Mahlzeit, Chef. Herr Schimanski, grüß Sie. Alles fit oder was? Ja, soweit schon. Ja, ja. Chef. Viel zu tun im Hintergrund, ne? Aber ja. Ich muss mir eben noch die neue Jacke holen. Ah ja, ja. Machen Sie das eben. Ja, ja. Welche, Dings war das, ja? Ne? Also ein bisschen langsam drin, im D-Funk-Check. Ja, gut, das ist genau. Wunderbar, super. Na, bis später. Sehr schön. Jo, bis später. Ah, Chef. Ja. Ich habe keine Waffen mehr. Ja, dann, ja. Da geh ich ihn gleich aus. Okay, ich komme gleich wieder. Jo, jo. So langsamer fahren jetzt nicht, kommen bitte. Mahlzeit. Ja, Entschuldigung. Ja. Und, denken Sie unbedingt an die gelbe Jacke, ist kalt jetzt. Was meinen Sie, wo ich jetzt gerade unterwegs bin? So. Drei Motorräder, beziehungsweise glaube ich vier Motorräder stehen vor der Bank. Tankstelle, da, Kollege. Ich meinte die Tankstelle im Paletto. Brot? Wir stehen schon in der Reihe. Achso, dann. Also sind alle da jetzt, ja? Negativ, noch zwei fehlen, wir sind gleich da. Mach Blaulicht aus, wir gehen aus. Jetzt sind wir alles vollständig. Klar. Alles klar, wir fahren an. Wir gehen in die Bank und sagen endlich Weihnachtsgeld. Wir parken auf dem Parkplatz, gehen rein und sagen endlich Weihnachtsgeld, ja? Mahlzeit. 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 Moin. Kommt raus.
komm, jetzt den Einsatz wieder normal anfahren, Helikopter Luft. Macht den Einsatz jetzt vernünftig. Einsatzleitung, Fahndungsführung. Findet euch. Diebel übernimmt Einsatzleitung. Franklin übernimmt Fahndung. So, ehrlich. Schöne Jacke hier oder was? Eigentlich hätten wir die Situation nutzen müssen, wir alle wegfällsam. Wir könnten ja auch sagen, wir haben... Könnte bitte ein Kollege stellvertretende Verhandlungspartnerung machen und zu Herrn Franklin sich begeben? Übernehme ich. So nah dran, ja? Halt mal ein bisschen Sicherheitsabstand, nicht, dass er dich da packt. Soll ich irgendwo aussetzen und absichern? Kalle, und schnapp den Auto, komm hoch. Ja, check. Also an alle Einheiten, wir haben eine Geiselnahme in Depot, ja? Das heißt, ihr könnt da hochkommen. Für alle Kollegen nochmal zur Info, Franklin und Wilhelm sind Verhandlungspartner. Bad ist Einsatzleitung, Moerto ist stellvertretende Einsatzleitung. Ihr habt gesehen, ne? Einsatzleitung? So. So. Was brauchen Sie denn? Ja, Ja, haben wir gesehen. Haben eine Pistole wäre schön. Haben Sie gar nichts mehr? Ne, ich habe nur noch, warte. Schlagstock, Taschenlampe. Und einen Taser. Okay, dann. Jo, komm raus. Ja, du meinst, zwei Geiseln gesehen zu haben. Ey, Igel, haben wir mal ganz provokant über der Bank. Wir funken nicht mit Ey, Igel, Leute. So, was wollen Sie denn? Kampfpistole oder schwere Pistole? Ah, geben Sie mir die schwere. Die Geiselnehmer möchten, dass der Heli etwas höher fliegt. Ach ja, ich muss mir noch die Beförderung abholen, Chef. Ja, können sie machen, aber jetzt fahre ich erstmal zum Bankraub. Ja, da fahren wir zusammen hin, ja, alles gut. Ich wollte nur Bescheid sagen, weil gut. Weil im VPS habe ich schon gesehen, da wurde das schon erledigt gewesen. Achso, ja, ich guck gleich mal noch. Und die bekommen sie auch noch. Dann sollten sie vollständig sein. Also das heißt, ein Sperrzone aufrufen. Die Leuchtpistole noch? Ja, können sie haben. Übernehme ich. So. Sperrzone ausrufen. Leuchtpistole. Gucken, ob wir noch eine haben von den Dingern. Ja, sind noch genug da. Bitteschön. Ja, wunderbar, danke. Gut, dann fahren wir mal hoch, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ich hab vorne schon einen Wagen, Chef. Ja, nee, wir nehmen meinen, alles. Also, okay, ist klar. Ja, warte, dann hol ich den eben von nach vorne, nach hinten hin, warte. Jo. Einsleitung für Porsches Kopf. So. Mal wieder am Einsatz hier. Jo. Eine Leitung für L2 kommen.
Ja, hört. Sollen wir eventuell auf der Bank lassen? Laut. Setz mal einen doch ab, bitte. Erstmal gewöhnen die an den Schnee. Ja. Und danach wieder ab. Ich will, dass die fordern, dass der Heli abzieht. In der Hoffnung, dass wir davon eine geile Sicht kriegen. Wer ist er denn jetzt? 12:38, besetzt mit Bernau und Schimanski auf dem Weg. Sehr schön. Ich wollte den jetzt nicht da im Funk durchquatschen, ne? Ist ja klar, ja. Wie die da im Einsatz sind. Ja, Funk ist so eine Sache. Ja, da kriegen wir hin, Bernau, da kriegen wir alles hin. Also bei manchen sehe ich da schwarz. Ja, und wenn wir da schwarz sehen, dann fliegen die raus. Ganz genau. Der Watto und ich sind das schon auf einer sehr guten Wellenlänge. Das glaube ich. Alle vier Geiseln immer mit raus. Ja, nur noch drei, perfekt. Nochmal die Info für euch. Falls es laggt, liegt es am Server. Leider. Also nicht am Video oder so, sondern an der Aufnahme. Das ist halt leider der Server dann, der da laggt. Nur als Info für euch. Sonst, Chef, alles in Ordnung oder? Ja, sonst alles in Ordnung, ne? Ich habe jetzt eine Frau kennengelernt. Ja, habe ich schon gehört. Und wie lief's? Ja, ganz in Ordnung. Kann man machen, sagst du? Ja, kann man machen. Ja, ist doch sehr gut. Auch mal ein bisschen runterkommen, ein bisschen, ne? Bisschen Ausgleich, ne? Dadurch, dass sie dieselbe Position wie ich bei den Medics hat quasi, passt ja. Das ganz gut. Kann man sich auch auf der gleichen Wellenlänge austauschen. Ganz genau. Ist doch super. Und ergeben hat sich das Ganze nur, weil sie mich mit ihrem Tesla angefahren hat. Ja, manchmal kommt's unverhofft. Ja, das stimmt. Sie einfach immer Leben geschlittert. Wortwörtlich. Ja, das stimmt. Ach ja. Ach ja, die ist schon eine Liebe. Das fehlende Puzzleteil. Nicht so viel Eiern, Chef, das ist ganz wichtig bei Frauen. Ja, natürlich. Auch immer ein bisschen Leine lassen. Und, ja. Die kommen ja, eh von alleine wieder. Ja, ist so. Ja, mal schauen, ne? Bisher noch keine Erfahrung damit hier im Start gemacht. Ich hatte ja erst einen Verlobten, aber der kann sich nicht mehr an mich erinnern, leider. Einen Verlobten? Ja, ich hab's auch, ne? Weil der Frauenquote muss man halt auf andere Methoden zurück. Ach so, ja, warum nicht, wenn man da Bock drauf hat. Heide Witzka. Was ist denn hier schon wieder los? Er muss die Möhre auch mal zugehen hier. Jetzt. Einer hat einen Verhandlungspartner, komm. Ja, hört. So, ich habe mir jetzt gerade erstmal, also ich habe mir jetzt nach und nach alle drei Geiseln lassen. Ich habe erstmal wirklich drei Geiseln bestätigen lassen. Das hat war eine lange Diskussion, dass die einmal alle drei im Gang sehe. Ja, also wieder bei den Frage. Die stören, also die fühlen sich sehr gestört von den Helis. Ich möchte aber erst später eine Geisel dafür geben, ich habe gehört dazu. Wenn ihr möchtet, ja, das frage ich Sie, ich bin gerade erst angekommen. Ich eine Geisel dafür. Ja, ich stand hier eigentlich mit dem Herrn Breitner. Gerne die Helis nochmal so anloten, dass die noch mehr. Ich glaube, das sind Tagesstelle, ich gehe mal rüber. Ja, machen wir. Ist genehmigt. Igel für Einsatzleitung kommt. Igel 2, was? Flieg mal bitte ganz hohe Kant über der Bank. Verhandlungspartner für Einsatzleitung kommen. Verhandlungspartner her. Na. Na. Ah, halt bestätigt. Mahlzeit.
Ja, positiv. Du, mein Auto steht da auch noch, ne? Drei Geiseln und... Wo steht da jetzt? Ach, ja, links von uns. Ja. Ich geh von fünf Geiselnehmern aus. Schon wieder neun? Nee. Alles klar. Der wurde schon wieder geklaut und umlackiert, was denn sonst? Eieiei. Ei, ei. Ja, das ist üblich halt, ne? Ich hab gerade noch eine Besprechung gehabt, ne, mit denen. Weiß ich. Hast du mitgekriegt, was ging? Um was es ging nicht, aber Herr, ich glaube Chadwick, ja, Chadwick hat mich angerufen, Bescheid gegeben. Achso, ja. Ja, alles gut, nur eigentlich das normale tägliche Brot. Ja. Muss auch mal sein. Und dann alle anderen Kollegen vor Ort bitte schon mal Schusslisten ziehen und so weiter, falls noch nicht bereits getan. Opa. Na, Schäfer, ist klar oder was? Schäf? Ach, scheiße, ja sicher und selbst? Ja, sicher. Mach die Kunst. Ach, alles im Lot. Alles im Lot? Naja. Ich sehe, bist ja mal ab und zu richtig in deinem Element, hä? Wer, ich? An alle Einsätze ja, vor Ort folgende Sachen. Muss ja, ne? Wir kriegen aktuell keine Mediziner. Ja. Ein bisschen Ausgleich. Alles gut. Lalalalala. Informativ, die Mediziner befinden sich in einer großen Dienstbesprechung. Ah, gut. Somit. Alles klar, wie gesagt. Wir müssen aufpassen, dass wir hier niemanden verletzen. Aber ist denn, sind hier so viele Leute, dass wir hier mit der ganzen vollen Mannstärke anrücken, oder was? Nö, aber wir haben ein bisschen, wir haben eine Besprechung gehabt und haben gesagt, komm, fahren wir einfach mal hoch. Also war ja gar nichts gemeldet hier. Die haben ja nicht mal eine Geiselnahme gemeldet. Also die wollten einfach warten wahrscheinlich, bis die Bank wieder genug Geld hat, dass sie die ausrauben können. Ach so. Und dann sind wir alle reingelaufen, haben sie getan, also... Echt? Ja, sie waren alle einfach reingelaufen, haben sie getan, dass sie für Weihnachtsgeld abheben. Also, die Menschen für die erste Geisel 100.000 haben. Aber was für eine Besprechung denn? Ja, einfach so, ein bisschen tausend. Also. Ich mach das gerne mal einfach so. 80, aber nein, sie waren. Ich kann sagen, und D-Funk stand ja nichts. Nein, ich mach das gut, gerne dann, so, einfach das zeigt Nähe, ne? Erinnern Sie nochmal daran, dass wir hier die Hosen anhaben und nicht die? Das ist denen bewusst schon. Also haben sie schon versucht, okay, alles klar. Dann ist soweit genehmigt, bitte eine Streife abfahren und das Schwarzgeld holen. Als Vorschlag, ich würde das Igel machen lassen, sehr schnell. Ja, ein Igel bitte einmal losfliegen und 100.000 Schwarzgeld abholen. Walker macht. Wie viele Geiselnehmer haben wir hier ungefähr? Haben Sie jetzt schon durchgesagt? Fünf, okay. Und Geiseln? Zwei, glaube ich. Oder drei. Ich weiß es nicht. Kommt's heute gar nicht im Hubschrauber oder was? Boah, ich bin den ganzen Tag geflogen. Aber das Problem ist, es war gerade also so schlimm. Du konntest nicht mal gerade laufen, ohne dass du rund gestolpert bist oder so. Also es war gerade ganz schlimm. Okay. Benno!
Bernau? Er pennt wieder, Junge. Ja. Was mit den Sachen, die du mir zukommen lassen wolltest? Also, ja, dauert noch. Ach so, ich dachte, du hast schon fertig. Ja, nee, also heute Abend brauchen wir es schon noch. Soll ja vernünftig werden, nicht? Steig mal ein hier. Ja, das ist. Jetzt hast du alles falsch, ja. Jetzt erklär mir mal. Also, ich verstehe das Prinzip dahinter nicht. Wir machen jetzt eine komplette Ausbildung mit dem Mediziner zusammen? Nein, überhaupt nicht. Das erkläre ich dir, wenn es vorstellungsbereit ist. Also das ist jetzt nicht der Fall. Ich teaser mich doch schon mal. Ich kann nicht teasern, es wird die ein oder andere Fortbildung für die Kollegen bei den Medizinern geben in Richtung Erste Hilfe und so weiter. Das wird aber nichts groß Umfangreiches. Sondern es ist einfach nur, dass die Leute auch mal wissen, an so einem Einsatzort, wie muss man Erste Hilfe leisten. Oder zum Beispiel bei Verhandlungspartner, so die psychologischen Hintergründe, wie man da agiert und so weiter und so fort. Also wir machen hier nicht unsere Grundausbildung mit den Medizinern zusammen oder sowas, sondern das sind alles optionale Angebote. Ja, verstehe. Ne, stärkt einerseits die Beziehung mit Expol und ist, denke ich, für die Kollegen auch eine gute Abwechslung. Jetzt mal was anderes, was hat deine Freundin gesagt? Wir haben gleich nochmal ein Treffen, das wurde vorhin gestört. Ach ey, Berno, du bist so ein Cringe-Meister geworden, ne? Das ist unglaublich, ey. Wieso? Ja, weiß ich nicht, wieso das so ist. Ja, Al, wie wär's mal, wenn du auch mal was, ne? Ich bin glücklich verheiratet, danke. Ist das so? Ja. Ja, wer ist das denn, die Süße? Jetzt, ja, die wohnt hier nicht. Also. Ah, ja, super. Ja, gut. Ja, dann. Was anderes gibt's für mich auch nicht, wenn nicht in die Tüte. Ja, gut so. Richtig gute Entscheidung. Erzähl! Wie, genau. Was erzählt? Ja. Wo wolltest du weiter erzählen? Ja, wie gesagt, wir treffen uns gleich nochmal und dann, geht die Cringerei weiter. Ach, Aal. Ja, ich bin ein bisschen eifersüchtig. Du bist der Einzige, der hier reingecringed hat mit deinen Aktionen bisher. Ja, aber das wenn war ich mal, zu, wenn ich mal, zu wenn ich, ja, war ja auch lieb, wenn ich mal dran erinnern darf, oben beim, hier, beim Grasverkäufer, wie du da aufgefahren bist mit deinen Kollegen. War das nicht schön? Ja, war schön. Also, war schön, aber war auch seltsam. Ja, natürlich war das seltsam, aber das soll dir einfach nur mal zeigen, was wir auch für dich empfinden. Finde ich lieb. Oh, wie süß, wie das gerade anhört, Jero. Ehrlich. Ja. Der Igel mit dem Geld ist jetzt auf dem Weg wieder zur Palito Bank. Haben wir eine neue Frau? Ja, Frau Svetlana. Frau Svetlana? Ja. Wie heißt die wirklich? Sag mal ehrlich. Ja, keine Ahnung. Wie die heißt. Ich nenne Justin, die war gerade sauer. Das ist ich hab die Svetlana genannt, die war sauer. Ja? Für eine Geisel, dass die beiden Ewis abziehen, ganz kurz. Jo, Mahlzeit, ich bin gerade beim Einsatz. Was geht bei dir? Die drei Ewis, die wir jetzt haben, die ziehen gerne ab. Was machen wir denn? Also ich bin wie, du bist gleich beim Einsatz? Ich hab dir gesagt, wir haben 8 Ewis in der Luft, aber dann drei ab. Oh nee, bitte nicht. Was sagt die anderen? Olaf, bitte! Folgende Sache, was für ein Einsatz willst du denn? Bitte ab. Wir haben gerade oben Paletto. Die fliegen einmal bitte hin zum Sägewerk und landen dort. Wenn du das machst, Junge, der andere hier dann hier ist komplette Polizeipräsidenz plus Präsidentschaft. Grady, also wenn du das machst, wenn du... Runter, ich sag mir bitte nicht, dass du schon wieder ein Auto von uns hast. Motoren können sie anlassen. Nie, noch nicht. Denken sie daran, sie haben Motoren. Ja, dann aber auch dieses noch komplett wegstreichen. Genau, und eigentlich. Ja, willst du bei uns Praktikum machen, oder? Und startet sich schon mal, weil wir ja, haben noch keine Geisel gesehen. Ich will einfach mal bei dir mitfahren. Ja, aber Olaf, ich krieg das nicht geregelt, dich hier mitzunehmen, ohne dass das offiziell ist. Was schießt du? Mit dem Geld da, dann würde ich wieder mit dem Geld wieder nach Hause fahren. Ja. Ich erstens bin ich Kalle Schimanski und zweitens das kriegen wir nicht vermittelt. Ich kann dich doch offiziell eintragen lassen und dann fahren wir mal ein Ründchen mit beiden. Er kann sich ja später melden. Ja gut, dann rufe ich dich später an, ja? Gut, schön drucken, okay, weitermachen. Bis später, pass auf dich auf, ciao. Ciao. Der Overwatch auch starten, bitte. Demon. Ach,
Achso. Ah ja, 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 genau. Also, ja. Ja, hast du das mitbekommen? Digga. Hast du das mitbekommen mit dem, was wir mit, ach, jetzt muss ich den Namen mal gucken. Wir haben einen D-Rank gemacht. Und ein Benson Schmidt habe ich eine, eine Woche bin suspendiert. Bin ich informiert. Bin ich informiert. Hat er Entscheidung. Was? Schmidt? Ja, war gut. Wieso Schmidt? Weil der sich nicht korrekt verhalten konnte im Dienst tatsächlich. Und das schon mehrfach. Also alternativ dazu hätte er halt eine Kündigung bekommen, ne? Ja, aber hat der Schmidt denn schon wieder gemacht, ey? Um ein Zeichen zu setzen. Ja, ich habe ihn auch alle Module weggenommen. Also er ist Anwärter, muss alle Module wieder machen. Eine Woche suspendiert und danach hat er eine Woche Zeit, die Module zu machen. Sehr gut. Erste Geisel kommt raus. Bitte eine Absicherung zu Herrn Walker. Ach ja, Chef? Ja? Der Herr Scharf hat mich gerade angerufen. Hey. Und der Herr Scharf würde gerne vielleicht mal ein Praktikum bei uns machen. Ja. Was? Ja. Ich hab's nicht verstanden. Achso, der Herr Scharf hat mich gerade angerufen. Und der Herr Scharf? Olaf Scharf. Ja. Und der würde gerne ein Praktikum bei uns machen, vielleicht. Wie läuft das dann ab? Gleich. Vielleicht. Also. Ja, im Normalfall kann ich ihm das gleiche sagen, was ich Cousin gesagt habe. Normalerweise muss er 2 Wochen aktfrei sein. Walker, okay. Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Benno? Eigentlich 4, aber 2 ist in Ordnung. Alles gut. Also kommt halt auf die Akten drauf an, die vorher da drin sind. Ich sagte, wie es ist, Benno, ne? Das ist jetzt nicht wegen ihm, sondern generell. Ich bin sogar der Meinung, dass Leute, die in der Vergangenheit oft aufgefallen sind, mit dir, mit mir, mit Walker. Wir haben die zweite Geisel für den Heli immer noch nicht bekommen. Also, dass sie mit Höherrangigen sogar Praktikum machen sollten. Vielleicht sehen sie dann auch mal die andere Seite und sehen, dass es besser ist, vielleicht sich an die Gesetze zu halten. Ja, aber dafür brauchen wir die Praktika-Abteilung, dass sie sich um sowas kümmert. Was, ey, wie viel Abteilung willst du denn machen? Das ist eine Unterabteilung, ja, von der Ausbildung. Dass wir 1-2 Leute haben, die sich darum kümmern, die vielleicht ein kleines Programm erstellen und so weiter und so fort. Dass die Praktiker nicht immer planlos irgendwo rumlaufen. Ja, wäre ja hinfällig, wenn wir solche Praktikanten... Wenn solche Praktikanten halt mit der Leitungsebene fahren, ne? Ja, ja. Wir kriegen solche Praktikanten intern Informationen und dann können wir es gleich vergessen. Ja, weil der Herr Scharf hat mich jetzt gefragt, letztes Mal auch schon, er würde gerne mit mir mal Praktikum machen, mit auf Streife mit mir fahren und ich habe gesagt, das geht nur, wenn du halt, also wenn er halt offiziell bei uns als Praktikant da ist. Er kann halt nicht einfach so mitfahren. So. Und er hat gesagt, ja, ich würde aber gerne mit dir rumfahren. Ich so, ja, wir können auch gerne rumfahren, aber auch nur, wenn du offiziell bei uns Praktikant bist, anders geht das nicht. So, deswegen. Ne? Mehr kann ich ihm ja dazu nicht sagen, verstehst du? Guck mal in seine Akte rein, wie lange ist der denn schon straffrei? Also ich wollte letztes Mal schon in eine Akte gucken von diesem Herrn Klaus, aber ich kann da gar nicht reingucken. Ist das normal? Wieso? Moment mal. Das ist nicht normal, ne? Letztes Mal habe ich nämlich versucht, in so eine Akte reinzugucken, aber das ging nicht. Warte mal. Ich dachte nur, dass das System hängt, weißt du? Ich guck nochmal. Olaf. Ja, weiß ich nicht. Also ich hätte grundsätzlich kein Problem damit, wenn er bei uns ein Praktikum machen würde, weil er schon mal im PD war und da war er auch recht freundlich eigentlich gegenüber mir. Also du meinst ihn oder was? Ja. Also was hältst du davon, wenn wir den anrufen und sagen, er soll mal kommen und quatschen? Fände ich nicht schlecht. Also ich muss gleich weg, ne? Weißt du ja. Ja. Aber ich denke, man könnte es auf jeden Fall mal versuchen, je nachdem, was jetzt halt seine Motivation hinter dem Praktikum ist. Also wir haben jetzt die letzte Akte vom 30.11. Ja. Nicht so lange her. Ja, das steht mit was? Mit was? Widerstand gegen Versteckungsbeamte, Amtsanmaßung, gefährliches Fahrverhalten, Einsatzfahrzeuge behindert. Ja, ja gut, super. Das zeigt ja eigentlich nur, dass er zur Polizei will. Ja, richtig. Pass auf, ich kann ihn ja anrufen und sagen, dass er gleich vorbeikommen kann und dann können wir das hinkriegen für heute. Oder wie?
Der muss A entscheiden, weil ich bin nicht mehr da. Also ich kann mir ruhig packen. Müsst ihr mir nur sagen, Chef. Nur ja, der muss schon, halt offiziell, also der muss mich, halt offiziell. Nein, pass auf, versteh mich nicht falsch. Ich hab Cousin wollte das heute auch machen. Und ich hab Cousin gesagt, 2 Wochen muss ich straffrei sein. Ah, verstehe. Kurze Zwischenphase, wann nehmen wir Leute, die an, die nicht 18 sind, auch allgemein für Praktika, war bisher noch nicht der Fall. Ja, aber er hat ja auch einen Führerschein. Ja, wo er den gewonnen hat, das ist mir auch eine Frage. Ja, ich will damit nur sagen, wenn wir jetzt... Ja, das ist, so ich weiß, was du meinst, Chef. Ich weiß, was du meinst, Chef. Scheiße, ja. Weil dann heißt es wieder ein Herr Schaf nimmt der an. Ja. Ich verstehe, was du meinst, ja. Natürlich klar. Ja, dann sagen wir einfach Herrn Schaf, dass wir das die Woche irgendwann machen. Verstehst du? Also nicht heute, damit das nicht so scheiße rüberkommt, so wie du gesagt hast, Chef. Ich würde halt klar kommunizieren, dass er auf jeden Fall ein gutes Führungszeugnis braucht, bevor er hier mit irgendwelchen Praktikas ankommt. Und wenn er jetzt vor 2-3 Tagen erst wieder was gemacht hat, weiß ich nicht. Aber wenn er mal eine Woche Ruhe ist, vielleicht. Weißt du, was das Problem ist? Und das weißt du genauso wie ich und das weiß jeder, der hier ist. Wenn du keine Aufgabe hast, dann wird es unglaublich langweilig, wenn du nichts machen kannst. Ja, das stimmt. Das war also, ja. Und das ist halt das Problem und das... versuche ich auch zu berücksichtigen. Was ist denn, wenn wir ihn einfach heute, sagen wir mal, einfach mal probeweise mitnehmen, Chef? Pass auf. Ruf ihn an. Ja. Sag ihm, er soll gleich ins Präsidium kommen. Und Wir quatschen mal mit ihm. Okay. Aber sag ihm auch, dass es doch keine Zusage ist. Alle Helis abziehen jetzt, wieder auf ursprüngliche Position zurück. Dementsprechend kann die Geisel dann auch rausgebracht werden. Das ist eine gute. Ja. Wir haben von Ihnen noch keinen festen Standpunkt zugeordnet bekommen, Herr Siemens. Doch, Sägewerk, Paleto, Highway Richtung Grapeseed. Und ein Helikopter bitte in Nähe, den Bergen hier in der Nähe. Suchen Sie sich da einen Standort, wo Sie landen können. Jo, Schafklopper, hör mal zu. Ich habe gerade mit den Chefs gesprochen. Pass mal auf. Du hast noch eine Akte vom 30.11. Amtsanmaßung etc. Weißt du auch warum, ne? Du weißt. Das wissen die Chefs ja. So, hör mal zu. Das Ding ist. Hoch. Richtig. Also ich habe gerade mit Chefs gesprochen. Wenn du möchtest, kannst du gleich mal ins Präsidium kommen. Ich denke mal so in der nächsten halben Stunde ungefähr. Und dann würden wir mit dir quatschen. Also die Chefs sind auch mit dabei. Ich will jetzt telefonieren mit einem Typen, der da nach Ausschau hält, wo sich die Helis gerade befinden. Also aufpassen. Ja. Was soll er machen? So, und dann können wir ja kurz quatschen. Und dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Das will ich heute mit auf die Streife kriegen als Praktikant. Aber ist noch kein Versprechen. Dann müssen wir dann gleich erstmal bequatschen. Wenn ihr wollt, könnt ihr Zugriff machen auf ihn. Nur wenn du willst. Ja, okay. Ja? Ja. Ich bin alleine, hat jetzt nie gehalten, außerhalb von Paleto bei der... Warum das denn? Nein. Eine Streife vor Ort, könnt ihr mal da hinfahren? Was? Ey, Olaf, sag mir nicht, dass du schon... Nein! Was hast du denn jetzt schon wieder in den 10 Minuten angestellt, wo wir nicht telefoniert haben? Jetzt Richtung Tunnel, ich sag nix. Meld dich einfach. Oh, ey. Sag mal, weißt du, ich hau hier gerade meinen Pimmel ins Feuer für dich, ja? Und jetzt kommst du mir wieder mit ihm in die Ecke, von wegen, ja, vielleicht bin ich im Knast. Ja, was machst du denn schon wieder, Junge? Ja, was soll ich dir sagen? Ich kann... Sag mal, wie oft bist du eigentlich vor der Wand gelaufen in deiner Jugend? Sag mir das mal. Einmal mehr als du. Ja, das glaube ich auch. Vielleicht auch zweimal. Junge. Benimm dich jetzt mal ein bisschen. Du kannst ja wohl mal eine halbe Stunde noch zusammenreißen. Kollegen, ihr seid vorbeigefahren. Das war ja gut, dann bis gleich. Alles klar, bis gleich. Ja. Tasert den runter und dann schaut mal, wie es aussieht. So. Ich habe ihm Bescheid gesagt, er meinte, ich soll mich nochmal in einer halben Stunde bei ihm melden. Er will auch ein Praktikum, soll er sich doch melden. Ja, das ist, ich habe keine Ahnung, was da bei dem nicht in Ordnung ist.
Amtsanmaßung. Hör mir auf. Von wem ist die Akte geschrieben? Warte, muss ich nochmal gucken. Sag ich dir sofort. Von Erkan. Welchen Erkan? Semir so. Erkan. Ah, okay. Hast du die Nummer von dem? Nö. Der ist mir eh unsympathisch. Sag ich dir ganz ehrlich. Erkan für Aal kommen? Wo sind Sie gerade? Auf dem Highway Richtung Tunnel. Okay. Wenn du gleich wieder an der Bank bist, komm mal mit einer zu mir. Ja, so ist verstanden. Was ist denn da vorne mit der Geisel los? Warum ist der die unsympathisch? Ja, kann ich dir ganz sagen, das war vor ein paar Tagen. Da waren wir, hatten wir unten in den Zellen diesen Rick Sanchez oder wie der heißt, ne? Mhm. Und das war der, der, der mich umgekloppt. Also wir hatten einen Einsatz, Verfolgungsjagd mit dem. Und der hat mich mit so einem Brecheisen umgekloppt. Kann dir sagen, so ein Brecheisen ist ganz schön gefährlich, Chef. Also. Auf jeden Fall hat er mich umgekloppt damit. Ja, die haben die, hat er mich kurz ausgepustet, aber die Medics haben mich wieder aufgerappelt. Und dann hat der Typ die ganze Zeit große Fresse gehabt und so, dieser Rick Sanchez etc. Und auf jeden Fall haben wir dann eingebuchtet unten. Ich sehe den hier aber auch. Und dann hat der Rick aber die ganze Zeit im Präsidium rumgeschrien, aber so richtig, die ganze Zeit, ne? Und einen auf dicke Hose gemacht und bla bla bla. Da bin ich runtergegangen in den Zellenbereich, da stand der Erkan vor ihm. Da sag ich zum Rick, ich so, jetzt züge mal deine Stimme und red mal ein bisschen leiser und schreie nicht die ganze Zeit durch das Präsidium rum. Der Rick die ganze Zeit große Fresse gehabt. Und was macht der Erkan? Und was macht der Erkan in der Aktion? Sagt er zu mir, Anwärter, aber so in so einem Ton. Anwärter, nimm mal das und das auf. Ich so, der soll jetzt mal die Klappe halten. Nee, braucht er nicht, Weißt du, da ist mir aber sofort die Kinnlade runtergefallen, das Junge. Das können wir bestätigen. Das können wir haben die Leute schon Einlauf und, Ja, aber nein, deswegen. Also da waren wir direkt unsympathisch. Ja, ist mit verstanden. Das für eine Scheiße. Das ist das, was wir letztes Mal auf dem Dach besprochen hatten. Verstehst du? Ne, dieses, ne? Ist das, dann, ist das danach passiert? Wie danach? Nein, davor war das. Davor. Wir werden uns an den Straßenrand auf der rechten oder linken Seite positionieren, so wie wir das für richtig halten, was angemessen ist. So, Chat. Ach, YouTube. Das war der erste Teil vom Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Moin, moin. Ja? Ey, sag mal, du hast... Viel Spaß beim zweiten gleich.